Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Hallo, ich habe die 1 gedrückt, Spiel. Funktioniert ja echt super hier, ne? Hallo? Ah, jetzt. So. Uns steht noch ein bisschen was bevor. Und ich nehme irgendwie gerade alle Parts hier einzeln auf, weil ich mich irgendwie ein bisschen organisieren muss im Moment. So, ich hoffe, meine Stimme hält das jetzt noch aus. So, dekorationsmäßig sind wir ja schon echt gut dabei, ne? Wir müssen natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass wir auch was bauen, was Livos hat in seinem Pack. Sonst wird das irgendwann ein bisschen blöd. So, wann wird Isaiah denn älter? 11 Tage. Stimmt, er ist ja erst älter geworden. Gut. So, Danik ist jetzt ein Erwachsener. Und muss noch die Karriere einschlagen. Was passiert denn jetzt hier? Nee, 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 nee. Nee, 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 mein Freund, so nicht. Ihr spielt mal Schach, bitte. Weil du das hier erfüllen musst. Damit du auch gut gebildet bist. Ja, wie gesagt, wir lassen ihn vielleicht dann mal umziehen nach hier unten. Noch ist das erstmal so ein Büroraum-Dings. Sag mal, Typ, ich werde jetzt diesen Rechner hier erstmal entfernen. Das geht ja mal gar nicht. So, wie viel Geld habe ich denn? 7000. Oh. Ich wollte mal gucken. Top Secret Computer. Der ist, glaube ich, besser als das, was wir hier haben. Genau. Dann würde ich den nämlich. Wir können das ja schon mal bei bei Isaiah hinstellen. Ich komme nicht mehr klar mit allem. Wir packen es erstmal hier rein. So. Fertig. Und hier würde ich gerne Kommode hinstellen. Ein bisschen schlafzimmermäßig. Was dann halt auch Sinn macht. So, und weil wir ja schon die hier, glaube ich, haben. Nee, haben wir gar nicht. Okay. Ich muss erstmal den Move Objects Sheets wieder, Sheet wieder anmachen. Ja, hier wäre auch nicht schlecht, ne? Das sieht mal so ein bisschen familiärer aus, so. Vielleicht finden wir jetzt ja noch mal eine schickere Kommode. Oder so ein Beistelltisch, besser gesagt. Der ist sogar mit rot, ne? Perfekt. Wir nehmen den jetzt. Bestell mal die Blümchen hier rauf. Entfernen die hier mal. So. So, Rentnerin Chihiro macht sich da schon bequem und gemütlich. Ja, ihr könnt es ja mal ein bisschen mittiger stellen, ne? So. Sonst sind wir ja schon nett bedient hier, ne? TV-Kampftisch. Wir verkaufen das hier erstmal. Den PC behalten wir aber nochmal. Ich würde nur gerne. Was haben wir denn hier so Geiles? Ich entdecke ja immer wieder neue Sachen, muss ich gestehen. Wir können ja mal so eine Palme. Nee, die sieht nicht aus. Die sieht nicht aus. Die muss ich wieder wegmachen. Wobei die auch niedlich aussehen hier, die Blumen, ne? Wir können ja mal hier oben drauf stellen. Und so einen Teppich könnte man ja hier mal platzieren. So. Anti-Rutschteppich oder so. Ach halt. Das können wir gar nicht benutzen, oder? Das ist ja aus dem Familienpack. Ja, scheiße. Okay. Und ich sag noch, wir müssen aufpassen. Und was macht Chihiro? Sie macht alles andere als aufpassen. Ich will die nicht schon wieder nehmen. Wir nehmen mal das hier. Wir auch mal was anderes benutzen als immer die gleichen. So, jetzt müssen wir den leider auch noch umändern. So.
Aber da können wir auch einfach den hier nehmen. Und ein Tickchen weiter an die Wand. Er steht davor wie Peak 7. Ein Spiegel könnte man hier noch hinstellen. Wenn wir jetzt noch eine gescheite Farbe hätten. Stellen wir den noch ein bisschen weiter an die Wand hier ran. Wozu man auch immer den Spiegel braucht, aber wir haben ihn jetzt. So. Okay, wir lassen das jetzt erstmal so. Weiß doch nicht, inwieweit ich noch umbauen werde, muss, wie auch immer. So, du kannst eigentlich mal... Okay, das müssen wir erstmal aufhängen. Ich suche gleich mal einen geeigneten Platz dafür. Ein selbstsicheres Gemälde. Mal das einfach mal. Hier beim Hund, oder? Damit der Hund hier gleich die richtigen Eindrücke bekommt. Der Leinwandrahmen. Was ist denn der Doggy? Muss der schon wieder kacken gehen, oder was? Bitten, das Geschäft zu erledigen. Hoffentlich lernt er jetzt mal, das Geschäft zu erledigen. So wie ein Champion pieseln, nachdenklich duschen und nicht Fernsehen gucken. Selbstsicheres Gemälde. Oh, er hat Hunger. Oder du hast besser gesagt. Dann kannst du da nebenbei trinken. Wow. Man hat jetzt 3 Schachspiele. Okay, dann darfst du jetzt mal schnell die Toilette verwenden, bevor du was essen gehst. Der sitzt da ja auch voll geil. Trink noch mal was. Ah, da hat der Hund hingemacht. Und trink noch mal was. Dann darfst du meditieren. Und du möchtest jetzt... Nimm dir mal Pfannkuchen. Pfannkuchen sind immer nicht schlecht. Und dann schaust du dir mal den Kinderkanal dazu an. Du darfst nämlich beim Essen Fernsehen gucken. Wir sind sehr freundlich, sehr freundliche Eltern. So. Dann trinkst du noch ein. Und darfst nachdenklich duschen. Was machst du jetzt? Du brauchst dir das nicht anzugucken. Du bist ja echt so ein Typ, ne? Toll. Das Gemälde schon wieder verwerfen. Das ist, glaube ich, so ein neuer Bug, der sich eingeschlichen hat. Dass diese Gemälde hier nicht mehr... weiter bemalbar sind, nachdem man das Spiel neu gestartet hat. So ein selbstsicheres Gemälde. Er muss ja noch emotionale Gemälde anfertigen, deswegen machen wir das mal. So, und du möchtest schlafen, wobei du jetzt auch erst noch mal Pfannkuchen isst. Oh, ist er hingefallen? Oh. Ja, guck dir den aktuellen Kanal an, das ist kein Problem. Er lacht sich tot, weil er an einen Ball denkt. Das mache ich auch regelmäßig. Oh, er ist hier eingeschlafen, ist das süß. Oh, ich habe an meinem freien Tag natürlich Geld verdient. Schau halt den Kochkanal an. Du gehst bitte nicht ins Bett. Du darfst den mal aufwecken. Yo, Doggy, wach auf! Umarmen, streicheln. Oh, der ist so niedlich. Leckerchen geben. Oh.
Er freut sich über seinen Hundewelpen. Ist aber auch süß. Oh, sie hat Hunger und so. Weißt du was? Du gehst erstmal auf die Toilette. Dann. Wir können ja mal hier erstmal einen Frosch züchten. Das können wir ja mal machen. Dann nimmst du die italienische Fleischbällchen, weil du gerade voll Bock drauf hast. So, du darfst jetzt ins Bett gehen. Hast du auch deins angewählt? Wir müssen ja mal sicher gehen schlafen. Wobei halt, du darfst hier das Monster unterm Bett einsprühen. Und du guckst dabei zu, damit du auch weißt, dass das Monster eingesprüht ist. Und dann kannst du deinen Bruder ja mal bitten, ob er dich ins Bett bringt. Er denkt daran, dass der Hund Schlaf, ja, sein Geschäft erledigt oder so. Oh. Was für ein schöner Bruder. So. Dann haben wir hier das Bergsteiger-Gemälde. Das verkaufen wir mal schnell. So, sie isst jetzt. So, der Garten wird dann bei dem Heini gepflegt. Was kann sie denn mal machen? Sie muss ja noch befördert werden, ne? Videospielfähigkeit Level 10. Dann gehen wir doch mal in unseren Hobbyraum, wo einfach gleich zwei Computer spielen. Und du darfst My Sims Go spielen. Und dann hoffen wir, dass du dann befördert wirst. Und zwar bevor du irgendwie jetzt verreckst oder so. Das wäre nämlich sehr geil. Was meint er denn da? Ich weiß nicht, was an dem Gemälde selbstsicher ist. Nein, du verkaufst mal einen Sammler. Okay, du machst mal noch eins. Emilias hat soeben mit Anouk Bekanntschaft gemacht. Ist die jetzt einfach zu uns gekommen, die Katze, oder was? So, sie zockt, er malt. Ach, die Autos. Die können bei seinem Bruder ins Zimmer. Rentnerin Chihiro, ey. Ich bin gespannt, wann wir sterben. Wie das klingt. So, was macht der Hund? Oh, ist das süß. Oh mein Gott. Oh, oh Gott, oh Gott. Oh, er sitzt in der Natur. Er ist so zufrieden. Aber er guckt gerade ein bisschen doof. Legt er sich da jetzt vielleicht hin zum Schlafen? Nein, nochmal Simstagram-Tier. Wir müssen nämlich das richtige Foto hier abpassen. Oh, ist das geil. Oh mein Gott. Okay, Foto machen. Als ob es völlig normal wäre, im Sand zu liegen, beim Baum. Das macht man nämlich regelmäßig so. Okay, du kannst aber mal als Fledermaus hierhin fliegen. Mal gucken, ob wir das rechtzeitig schaffen und dann ein Foto machen. Sehen wir den Hund von da überhaupt, weil die Blume nicht im Weg ist oder so? Wir gucken mal. Super funktioniert. Okay, wir fliegen mal hier hin und machen hier nochmal Fotos. Oh mein Gott, der Hund guckt. Jetzt beeil dich, der guckt, der Hund. Oh Mann, jetzt schon wieder nicht. Toll. Okay, Moment. Reden. Halt, halt, halt. Es bin nah. Vanoob soon. Jinjil Shopa? Farik, be Ralph. Ja, komm, mach jetzt schnell ein Foto, Mann, der Hund guckt. Los, schnell. Ich weiß, ich habe Probleme, aber... Oh. Ja, bitte, 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 bitte. Ja, nein. Nein, komm. Bitte. Oh Gott, er... Oh. Ist das gut? Oh, ist das süß.
Und wir können nicht weiter nach unten, aber egal. Oh Gott, ist das geil. Ich feiere das, ist alles gut. So. Streicheln. Freundschaft anbieten. Wir sind ja schon gut mit dem Hund, oder? Nee, noch nicht ganz. Leckerchen geben. Das ist dieser kleine Welpe. Gut, ich sag mal nichts. So, wir haben gerade 5 Dollar Simoleons dafür verschwendet. So, jetzt müssen wir mal gucken. Den Hund hängen wir hier hin? Ne, warte mal, wir haben hier mit dem Hund angefangen, oder? Aber da ist das nicht schön. Nee, ich muss das woanders hinhängen. Wir haben ja hier Mira. Ja, wir können einfach die Hundeecke hier vollklatschen, oder? Ich meine... So. Okay, das haben wir schon mal. Was macht er jetzt? Er räumt auf. Ja, warum nicht? Räum mal auf, ich muss hier noch die richtigen Fotos raussuchen. Nee, das ist es auch nicht. Aber hier... dass diese Bilder hier so merkwürdig sind. Ja, ich muss mal gucken. Irgendwo, da hat er zu uns geguckt. Okay. So, den Rest, den verkaufen wir jetzt mal ganz dreist. So. Dann trinkt mal was. Das rahmen wir mal ein. Okay. Wir geben dir mal Katze. Katze, Namen. Wir geben dir mal Katze. Welpe am Moon. So, Name. Welpe am Moon. Haben wir das hier eigentlich schon alles benannt? Katze Mira. Ist ja alles Katze Mira, ne? So. Dann benennen wir das nämlich auch mal. So. Emilias an der Staffelei. Aya beim Training. Isaias Geschenk Welpe am Boden. Danik und Chihiro. So. Aya. Als Kind. Fällt gerade nichts Besseres ein. Dann haben wir hier noch Isaya als Kind. Und Danik als Kind. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier mal nochmal Katze Mira und nochmal. So. Ayas Eltern, Chihiro und Joaquin. Okay. Wir machen nur Ayas Eltern. Hat Isaiah jetzt eigentlich schon ein Bild? Ja, ne? Also Danik hat auf jeden Fall eins. Sie guckt auch immer gleich auf den Bildern. Name. Daniks Eltern. Namen. Und Isaias Eltern.
Boah, ich habe das Bestreben abgeschlossen, geil. Okay. So, wir vergrößern das Bild mal. Gott. Gerade, ne, Chiro hat gerade ihren Traum verwirklicht, eine Computer-Mogulin zu werden. Gott. Buena Fuin, Quink. Kann Ideen erzählen. Kannst du mit deinem Sohn mal reden? Nach Vampirgeschichte fragen? Mal gucken, was er sagt. Tag verschönern? Kochtipps geben? Einem Vampir Kochtipps geben? Sie mag zwar ein Geek sein, dafür aber ein sehr erfolgreicher Geek. Verdientes Merkmal Webmaster. Neue Interaktion am Computer. Okay. 100 Stunden am Computer. Was kann man denn noch machen? Essen. Hier braucht man aber Gastronomie-Karriere. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Natur. Dreimal etwas pflanzen, zehnmal pflanzen, jäten oder gießen. Kuhpflanze züchten. 10 ausgezeichnete Pflanzen. Ja, wir können ja das mal machen. So, jetzt haben wir hier echt ordentlich was. Flirttrank, Energietrank. Was haben wir denn hier unten? Niemals erschöpft, für immer satt, für immer frisch, braucht niemanden, selten müde. Profi-Faulenzerin, mega grüner Daumen, sorglos. Sind nie angespannt, fruchtbar auf jeden Fall. Betörend, unglaublich freundlich, unabhängig. Wir nehmen das mal. Markttauglich. Ey, wir machen mal markttauglich. Also du darfst jetzt nochmal sich zwingen zu zocken. Okay, vielleicht besser doch nicht. Okay, dann gehst du mal auf die Toilette. Darfst ein Schaumbad nehmen. Dann servierst du mal frisches Frühstück und zwar ein Joghurt-Parfait mit Früchten. So, du darfst meditieren, was man halt so tut, ne? Hat er das jetzt hier mal 3 Gemälde in einem Museum? Ach du Scheiße. Okay, an Sammler verkaufen. Ach nee, wir wollten das ja in das Zimmer von Isaiah hängen. So. Ausgezeichnete Gemälde. Ja, das kriegen wir hin. Er ist ja ein begnadeter Maler, ne? Deswegen... Sie ist konzentriert. Das ist schön. Videospielfähigkeiten maximieren. Wir werden das hinkriegen. So, ich darf jetzt endlich, es ist 9.35 Uhr, so in real life, und ich darf endlich was trinken. Na. Mal sehen. Anzahl gelebter Tage 93. Webmaster. Webmaster holen alles aus ihren Computer raus und schalten außerordentliche Nutzungsmöglichkeiten frei. Wir können ja mal gucken, was wir überhaupt freigeschaltet haben. Nee, wir wollen nicht spenden. Comedy, Kurzauftritt, Schreiben, Haushalt. Nee, wir wollen Amun nicht verkaufen oder so. Spiel spielen. Okay, Livestream wollen wir nicht. Isaiah muss dann in die Schule. Okay, Moment. Nein, du brauchst nicht. Oh, das Klo ist kaputt. Wir ersetzen das jetzt mal ganz dreist. Wobei, das ist gut, weil dann kriegst du, glaube ich, Manieren oder so, ne? Mensch, wir haben einen richtig ordentlichen Sohn, der erstmal morgens um 7.30 Uhr... Halt, stopp, halt, stopp. Der erstmal hier putzt, also... Da geht's nicht, ne? So, ich glaube, der Hund muss raus. Okay, nicht auf die Jagd schicken. Bin mal gespannt, wann der älter wird. Bitten, das Geschäft zu erledigen. So, was ist mit dir? Musst du nicht bald zur Arbeit in 2 Stunden? Okay, die ideale Stimmung ist inspiriert. Du darfst erstmal das verdorbene Essen aussortieren.
darfst dich mit einem Pfannkuchen, weil Chihiro ja noch nicht gekocht hat, vor den Kochkanal setzen und dann nachdenklich duschen gehen und dann passt das. Was macht sie? Ja, stell das hier unten in den Vorratsraum, weil du bist ja so eine Trine, ne? Also ganz ehrlich. Ja, ein bisschen Hunger, aber hey. Amun hat gelernt, das Geschäft draußen zu verrichten. Das ist ja schön. So, jetzt musst du aber echt mal die Karriere einschlagen, mein Freund. Sonst geht hier Emilias dir noch voraus. So, und wenn ich die Stufe 10 erreicht habe, dann kann ich ja in Rente gehen, oder? Weil dann kriege ich ja weiter Geld, denke ich mal. 2 Tage bis zur Arbeit. Gott. Ja gut, dann. Du musst Gemälde anfertigen. Machst du mal weiter. Wir werden jetzt richtig reich hier. Also langsam passt das mit dem Geld ja richtig gut, ne? So, du räumst auf. Das ist nicht verkehrt. Das räumen wir mal ein. Dann darfst du den Garten bewässern. Das musst du nämlich, glaube ich, machen, ne? Jäten oder gießen. Dreimal etwas pflanzen. Der Hund guckt uns zu. Emilias ist zur Arbeit. Okay, dann dürft ihr mal fleißig arbeiten und du darfst fleißig lernen, weil du musst ja zum Streberkind mal wieder werden. Ich hab's so mit meinen Streberkindern. Nee, du musst hier nochmal bewässern. Okay. Dann würde ich vorschlagen, wieder einmal ein Test. Isaiah ist fast fertig, als er bemerkt, dass er eine Frage ganz oben übersehen hat. Alle seine Antworten sind jetzt falsch nummeriert. Er will es gerade der Lehrerin sagen, als ihm einfällt, dass er den Test dann noch einmal machen muss und das Ergebnis gar nicht in die Note einfließt. Statt einfach die Zahl schnell durchzustreichen, das dauert jetzt ja auch nicht lange, ne? Wir geben den Fehler zu. Er ist ein ehrlicher Junge. Puh, Isaiah sagt der Lehrerin, was passiert ist, und sie hilft ihm, seine Antworten auf ein neues Blatt zu übertragen. Er hat gerade genug Zeit, um den Test zu beenden. Oh, eine Leistungsverbesserung bekommen. Das ist schön. So. Dann kennenlernen. Reden. Die sind hier total umarmen. Oh, ein Hündchen. Oh, es ist so süß. Als Emilias eines Nachts das Museum putzt, bemerkt er, dass auf einem Schild für ein Ausstellungsstück möglicherweise der falsche Künstler angegeben ist. Soll er Bescheid geben und somit unter Beweis stellen, dass er etwas von Kunstgeschichte versteht, oder soll er einfach weiter putzen? Wir geben erstmal Bescheid und gucken, was passiert. Emilias hatte recht. Es handelt sich noch nicht einmal um ein kubistisches Werk, sondern eine Replika einer Höhlenmalerei. Wie kann man nur so dilettantisch sein? Leistungsverbesserung. Ja, das ist doch gut. So, wir werden jetzt mal die Katzenminze ernten und die dann pflanzen und sie dann wieder zerstören. So, dann den stinkenden Haufen mal entfernen. Haben wir nicht Rechnung bekommen? Nee, irgendwie nicht. Okay, dann halt nicht. Post bekommen? Gibt es irgendwie nicht das Merkmal nie wieder Rechnungen oder so? Ich glaube, er hat das ja gekriegt, ne, dass wir das in seiner Lebenszeitbelohnung aktiviert haben. So, ich werde es jetzt auch einfach gleich mal hier hinpflanzen und dann wieder entfernen. Wir müssen ja nur 3 Stück pflanzen. Gänseblümchen pflanzen. Sieht aus, als wäre alles fertig. Und den Hundehaufen mussten wir selber wegmachen. Ich will ja mal nichts sagen. Was hat sie hier? Gewaltiger Trilobit, okay. Wo sie die doch immer her hat. Oh, wie süß. Okay, dann werden wir jetzt die Gänseblümchen entfernen. Was muss sie denn als nächstes machen? Weiterentwickeln. Ja, okay, das dauert noch ein bisschen, bis wir das wieder weiterentwickeln können. So, wir verkaufen aber mal den Frosch und das hier. Ich habe auch eine gute Idee. Wir werden jetzt jeden Frosch hier überall platzieren und die ganze Wohnung voller Frösche stellen bei ihm. Das wird geil.
Macht sie jetzt Fernsehen gucken? Nein, du darfst Computer spielen. Und zwar Sportspaß. Musst du arbeiten in 2 Tagen erst, siehst du. Dann zockst du, dann gehst du aufs Klo und dann gehst du schlafen. Sie hat nämlich genau den Gamer-Rhythmus. Oh, er ist hier. Okay. Er ist selbstsicher. Ich werde den Part aber auch gleich beenden. Du darfst mal nachdenklich duschen. Dann wären wir das hier mal 1200 irgendwas, Mensch. Großes Gemälde. So. Für diesen Part sage ich dann aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Da war gerade ein fetter Fußball. Und ciao und bis zum nächsten Part.